dem Touristenmagneten im Mittelmeer wird die Ravello-Woche fortgesetzt. Die jährlichen Feierlichkeiten werden zu Ehren von General Sebastiano Di Ravello abgehalten, dem de facto Staatsoberhaupt von Medici. I'm the trouble star, punkin' it's the game. Explosion verhindert. Trotz zahlreicher, aber haltloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Di Ravellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zu Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das Geheimnis von Barbaren ab, die ihren Angriff einfach verhindern. Die Macht des Barbaren sollte niemand nutzen. I'm the one infected, twisted, animated. Für dich mach ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. I'm a fire starter. You're a fire starter. Brennt sie nieder. Scheiße! Glaubst du dem Kerl etwa, Rico? Ankunft bei LZ, 4 Minuten. Morgen, Sonnenschein. Aufwachen, Rico! Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht, ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panau hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen, weißt du. Sebastiano Di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und vergiss die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch 2 Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! Just Cause. Ich hab das noch nie gespielt, deswegen muss ich mir verzeihen, wenn ich irgendwie. Ah, hier, wenn das Batterie irgendwie vorgeht, ja. Wie gesagt, also ich hab's noch nie gespielt, keine Ahnung, worum es hier geht, und ich weiß irgendwie Diktator wegnatzen und so weiter, aber keine Ahnung. Weißt du, die echte Action ist auf jeden Fall. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt mal gespannt. Nur Gutes gehört bisher, aber so wie es hier anfängt, scheint das ja irgendwie ziemlich krass zu sein. Oh. Vorsicht! Noch mehr Raketen! Ich
Steuerung, keine Ahnung, ist jetzt der dritte Teil. Ich habe aber keine Ahnung, wie man den steuert und was gemacht werden muss. Ich lasse mich mal überraschen. Oh, abgestürzt. Stern erreichen. Ich hoffe, was du lebst noch. Ah, okay. Fallschirm, okay. Iha. Alles gut. So. Und landen. Okay. Left Button, Enter Haken abfeuern. Okay. Ah, okay, okay. Mario? Mario! Oh, Amigo! Ich könnte hier Hilfe brauchen! Komm okay, hier kann man die durchsuchen irgendwie? Oh. Wie nehme ich das mit? Ah, Y. Oben rauf oder was? Achso, okay, das ist mein Wegpunkt. Verstehe. Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Ja, ja. Ja! Ich wette, ihr habt nicht mit Rico fucking Rodriguez gerechnet! Boom. Rico! Das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment. Die Ravelo-Soldatin hätte mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung. Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste. Das ist der absolute Wahnsinn! Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen. Und dann so zumpa, zumpa. Das war einfach unglaublich. Ich bin froh, dass du zurück bist. Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen. Es sieht übel aus. Wir müssen dahin. Hey, Mario. Ich fahre. Ja, dann mal einsteigen, ja? Wie geht denn das Y? Okay. Mario, Mario, wo steckst du? Die nageln uns hier fest! Wir kommen! Gib Gas, Rico! Oh, womit lenke ich? Ah ja, Scheiße. Okay, es geht irgendwie anders. Es ist kein GTA. Eines für anderen und dann bang! Okay. Mario, also, Rico bisschen, kämpft mit einer Schrottflinte gegen ein bisschen die mehr lenken. Okay, alles ein bisschen plakativ, aber mal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier cool wird oder nicht. Aber fängt ja schon ein bisschen Akku an. Weiter, ach, ein Kontrollpunkt, interessiert mich nichts. So. Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen in Festungen verwandelt. Ich musste kämpfen. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. Oh shit. Oh. Wir haben doch jetzt hier kein Problem damit. Wir sind nur ein bisschen dagegen gefahren. Oh, andere Richtung. Okay. Ach komm. Mario ist tot. Ja gut. Okay, fahren wir mit Mario nochmal los. Achso, Y war das. Genau. Mario, Mario, wo steckst du? Auf die nageln uns hier fest. Willkommen! Gib Gas, Rico! Du bist jetzt ein Rebell. Du weißt, wie das ist. Eines führt zum anderen und dann bang!
Mario Frigo kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravello. Ein Kontrollpunkt. Fahr weiter, Rico. Nicht schlecht, Rico. Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizeistationen in Festungen verwandelt. Ich musste kämpfen. Du wirst sehen, Rico. Medici hat sich ziemlich verändert. Mann, die Karre fährt sich wie so ein altes Sofa. Da vorne wollen wir hin. Da sind sie! Erreichen. Du. Ich wünschte, wir könnten den Panzer nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin. Okay. Wetten, die Kanone funktioniert noch? Welche Kanone? Achso, lustige Kanone. Boom. Irgendwie Pücken oder Deckung oder was weiß ich. Man weiß es nicht, ne? Was ist du? Schon ein bisschen flach. Ups, sieht man nicht ganz so anstrengend. Okay, verstehe. So. Nur alle wegballern oder was? Das ist ja ein bisschen komisch. Sie haben Dima gefunden. Sie sitzen auf der Farm in der Falle. Die Vernichtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. In den Helikopter, Fratre! Natürlich. Ja, und wie fliegt die? Right Trigger, Left Trigger, Sinkflug. Okay. Mhm. Wo wollen wir hin? Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin offensichtlich die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Woche liegt hinter uns. Okay. Kleinere Gruppen von Aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Sehr schön. Gehen wir mal den Südflug über. Oh ne, ein bisschen höher. Ein bisschen höher, komm. Oh, Scheiße. So, angekommen. Gescheitert. Was ist passiert? Turm, der Turm ist der Turm da oben. Okay.
Ach so, man kann da ja so hoch. Oh Scheiße, das war falsch. Ist ja ein bisschen flach, würde ich sagen, oder? Wenn wir alles nur wegnehmen. Ja, wer ist denn hier wer? Das ist nicht so einfach zu sehen. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Frege und Esse. Wir beide werden das perfekte Filmduo. Wow, ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima Ali Umar Al-Masri. Radius nicht gebrochen. Skaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Wenn's dir passt. Man wird sich ja wohl nochmal versprechen dürfen. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Oh, Psychos sind auch dabei. Alles gut. Mission abgeschlossen, willkommen daheim. Okay, erstmal angekommen, das ist auch in Ordnung. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Zeit für ein Upgrade, okay. Oh, der Aufstand in Medici ist gefährlicher, als du vielleicht denkst. Komm mit, ich habe da eine Kleinigkeit, die ich dir zeigen möchte. Komm. Ist ein verbessertes Modell. Wir können gleich mit den Tests beginnen. Hast du deinen Fallschirm noch? Gut. Sie. Zum Glück konnten wir die katastrophale Ausfallquote senken. Wir waren vorsichtig, gründlich und auf Sicherheit bedacht. Nicht so wie... Dima. Nicht wie damals in Guatemala. Ich bin nicht für den Feldeinsatz geschaffen, aber du hast mich gerettet. Nach Guatemala sollte ich Bavarium erforschen. Bavarium kommt nur in Medici vor. Sehr seltsam. Abgesehen von seinen magnetischen Eigenschaften kann man es zu einem extrem starken Sprengstoff raffinieren. Oder als Treibstoff verwenden. In den falschen Händen. Oh, Rico, das Bavarium ist in den falschen Händen. Und genau das werden wir ändern. Ich weiß, dass ich mich auf Mario verlassen kann, Dima. Was ist mit dir? Ich habe viele Fehler gemacht, Rico. Vergebung beginnt mit Taten, Dima. Ja, aber ich... Keine Ausreden mehr. Ich werde helfen. Wir treffen uns am Außenposten Guardia Alpha. Du kannst mir beim Test der neuen Ausrüstung helfen. Schleudertechnik. Greifarm aktivieren, dann beim Einholen Fallschirm öffnen.
Okay, wie geht das? Fallschirm öffnen. Ist falsch. Gut. Und jetzt nochmal. Ich muss Anfängerglück ausschließen. Gut, und jetzt komm zu mir nach Guardia Alpha. Sie, ist das da hinten? Benutze den Haken beim Fallschirmsprung. Klinke dich ein und ziehe dich durch die Luft. Wie fliegen? Ist doch langweilig. Ja, okay. Naja, das Äffchen hat es noch gar nicht gerafft. Komm jetzt. Und jetzt da hinten hin. Also Lenkung habe ich noch nicht gerafft. Also, egal. Boom. So, jetzt mal gucken. Das ist die Tante. Hier, warte! Was? Oh. So. Explosion verhindert. Explosion? Sicherheit geht vor. Geht's dir gut? Ja, los. Alles fangen wir gut an. Ich sollte in deiner Nähe bleiben, um Fehler in deiner Ausrüstung zu beheben. Was? Du hast doch keine Flugangst, oder? Ach Quatsch, ein akrophober Agent. Völlig absurd. Oh, das sind Rebellen. Salut. 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 Was hast du mit mir gemacht? Der Vormarsch der Technologie. Dein Haken wurde auf den neuesten Stand gebracht. Aha, geringeres Risiko von abgetrennten Gliedmaßen. Du kannst jetzt zwei Objekte verbinden und an dich ziehen. Ja, dein Freund Mario hat vorgeschlagen, es Hatschan 03 zu nennen. Aber ich glaube, der Name würde rechtliche Probleme verursachen. Dieser Guardia Alpha wäre doch ein guter Anfang, oder? Zum Beispiel könnte dieses Tor dran glauben. Ja. Dann hättest du Zugang zum Außenposten. Oh, mir ist aufgefallen, dass die Rebellen nicht gut über Zäune klettern können. Falsche Ernährung, würde ich tippen. Ich weiß, dass ihr es nicht leicht hattet, aber das hier ändert einfach alles. Mit dem Teil kann ich den Außenposten auseinandernehmen. Ohne rumballern. Okay, also, wie wäre es, wenn wir den Außenposten beim nächsten Mal auseinandernehmen? Ne? Ich muss auch noch üben, wie man hier die ganze Kiste eigentlich steuert. Mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.